Ach ja, das ist wieder eins meiner völlig unvorbereiteten, aus der Hüfte geschossenen Videos, weil mir gerade danach ist. Ich habe hier mal eben wieder nach irgendwelchen ferngesteuerten Geländefuzis geguckt und habe wieder mal festgestellt, dass es mir so wahnsinnig viel Spaß macht, die Beschreibungen der Fahrzeuge auseinanderzurupfen. Ja. Na, aber ich will da gar nicht bösartig sein, sondern ich will einfach mal wieder darauf hinweisen, wo sollte man so genau drauf achten? Moment mal, mein Mikrofon sollte ich zum Beispiel darauf achten, dass ich da nicht wieder so reinatme. Das ist übrigens hier mein Arbeitsrechner. Der ist gar nicht so richtig eingerichtet für irgendwelche Videogeschichten. Deswegen ist der Ton nicht so toll und alles andere ist auch nicht so toll. Aber ist ja egal, ihr guckt ja auch alles, was ich euch vorsetze. Hier haben wir jetzt also einen Buggy, wie immer man das nennen soll. Was haben wir denn hier alles? Allrad gesteuert, ready to roll, Schnickschnack, alles dabei, tolle Sache. Für 37 Euro. Das ist erstmal eine Ansage, ne? Der Bursche sieht ja noch richtig nach was aus hier. Ich klicke mich mal so ein bisschen durch. Okay, er ist von erlesener Scheußlichkeit, muss man schon sagen, ne? Er sieht weder gut noch echt aus, aber hier geht es ja in erster Linie ums Spaß haben. Für 37 Euro. Und deswegen gucken wir jetzt mal runter. Das Erste, was ich gucke, ist eigentlich immer Lieferung zwischen. Wir haben heute den 29.01. und sie liefern am 31. bis 1. Also kommt aus Deutschland die Lieferung. Der Standort hier, Rottenburg und so weiter, das heißt gar nichts. Die Chinesen schreiben da auch Bremen rein mit großer Begeisterung. Ja, hier kann man sehen, selbes Modell, ähnliches Modell, andere Preise oder auch andere Vorschläge, finde ich ganz hilfreich. Ist natürlich in erster Linie Werbung, aber manchmal kommen da sehr interessante Sachen raus. Manchmal werden hier auch Fahrzeuge eingestellt, die im normalen Listing gar nicht normalen Listing gar nicht angezeigt werden. Maßstab ist 1 zu 14. Okay, bei so Fantasiemodellen spielt das keine so große Rolle, aber immerhin, es deutet darauf hin, dass es möglicherweise ein bisschen größer ist. Jetzt kommt der interessante Teil. RC Rockcrawler. RC Radio Control ist ja klar. Rockcrawler. Ja, das ist halt ein schönes Wort. Ne? Man kann das Ding Rockcrawler nennen, wenn man denn will. Sharkoon Four-Wheel Drive. Das ist schon mal ein Name, mit dem man dann, da könnt ihr hier oben schon sehen, mit dem man dann bei YouTube gucken kann und da zusätzliche Informationen rauszaubern kann. Allrad, neues Modell. Ja, Allrad ist Four-Wheel Drive und neues Modell. Was heißt denn neues Modell? Weiß ich nicht. Der Allradantrieb und die großen High-Strength-Stoßdämpfer. An der Stelle habe ich dann immer so diese leicht arroganten Blicke für die Kamera reserviert, die jetzt ja gar nicht mitläuft. Für eine tolle Geländetauglichkeit. Ich stelle mir gerade vor, man geht in den Laden, kauft dann ein richtiges Geländeauto und fragt, wie gut ist das Ding im Gelände? Und der sagt, ja, der ist im Gelände toll. Ja, ne? Okay. Wie gesagt, ich verspritze jetzt hier wieder eimerweise meinen beliebten Hohn. Aber wir wollen nicht vergessen, wir reden hier von einer 37-Euro-Kutsche, ne? Also, mein Gemecker ist schon auf hohem Niveau. Geeignet für ja nahezu jeden Untergrund. Ja, das gilt eigentlich für jedes Geländefahrzeug, deswegen nennt man sie Gelände. Sand, Steine sowie auf der Straße, der Top-Spaß für Groß und Klein. Das glaube ich sogar aufs Wort. Also mit diesem Spielzeug spielen wahrscheinlich die Väter mehr als die Kinder. Der Preishammer, alles ist inklusive Crawler-Fernbedienung, Akku und Ladegerät, Akku aufladen und losbrettern. Sie haben vergessen, dass man noch ein paar Mignon-Zellen für den Sender braucht, aber das sei mal dahingestellt. Auch hier. Preishammer, ja, würde ich schon sagen. Also 37 Euro für so ein Komplettpaket, das ist okay. Ne? Man ist schon ganz anders ausgeplündert worden. Was sehen wir hier auf Anhieb? Es ist hässlich. Also wirklich unglaublich hässlich. Und was wir auch sehen, wir haben offenbar hier vorne einen Elektromotor und hinten einen Elektromotor. Dadurch wird der Allradantrieb hergestellt. Das heißt, man spart sich diesen ganzen Zinnober mit Zentraldifferenzial, mit Kardanwellen, mit was weiß ich nicht allem. Ja gut, zum Spaß haben für einen kleinen Preis finde ich das aber auch in Ordnung. Ein Hammer-Design. Ich stelle mir jetzt gerade vor, welche Form von Hammer da jetzt Pate gestanden hat. Ob das Mjölnir war, na, der Hammer von Odin oder von Thor, je nachdem, wie man ihn gerade nennt. Oder ob das der amerikanische Hammer sein soll. Egal, es ist ein Wort. Gepaart mit zwei Power-Motoren.
Ja, gespannt, wie man Powermotoren jetzt juristisch definiert. Und permanentem Allradantrieb. Ja, wie gesagt, ein Motor vorne, ein Motor hinten, ist ein permanenter Allradantrieb. Da kann nicht mal ich irgendwas Schlechtes drüber sagen. Hier ist maximaler Spielspaß garantiert. Ja, ist das jetzt eine Garantieansage seitens des Herstellers? Die Frage wäre vielleicht zu klären. Naja. Riesige High-Strength-Stoßdämpfer. Ja, okay, ich würde es jetzt einfach für Modellbau Plastikstoßdämpfer halten. Aber jetzt wird's interessant. Stoßdämpfer. Er schreibt hier Stoßdämpfer. Was ich sehen kann, sind erstmal nur Sprungfedern auf irgendwas. Sind die denn ölgefüllt? Also dämpfen sie denn auch tatsächlich den Stoß? Oder sind es einfach nur Sprungfedern? Ich weiß es nicht. Es wird auch im Text nicht weiter darauf eingegangen, ob diese Stoßdämpfer Stoßdämpfer sind oder ob das einfach nur Sprungfedern sind. Mit extra langen Federwegen, weiß ich nicht, ich sehe hier ungefähr einen Zentimeter. Ist das extra lang? Ermöglichen problemlos das Hochfahren, zum Beispiel an Randsteinen, Kisten oder Felsen. Randsteinen, Kisten oder Felsen. Ich weiß nicht, wie eine Kiste hochfährt, aber wie gesagt, ich bin ja am Lästern in erster Linie. Mit einer Mountain Brake verhindert das alleinige Zurückrollen. Das alleinige Zurückrollen, das ist jetzt interessant. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine Abfahrhilfe oder Berganfahrhilfe meint. Das ist aber nichts anderes, als er hat keinen Freilauf. Das heißt, wenn sich die Achse dreht, dreht sich auch der Elektromotor. Und damit kann er automatisch nicht ohne weiteres zurückrollen, je nachdem, was da für eine für eine Übersetzung drin ist. Das ist das Modell perfekt ausgerüstet für jedes Gelände. Ah ja. Na gut, dass uns einer das sagt, dass wir das nicht selber entscheiden, sondern dass uns gesagt wird, dass es das perfekt ist. Wie gesagt, wir sind hier in der 37-Euro-Abteilung, also, ne? Ich lästere halt gerne. Die riesigen luftgefüllten Gummireifen, kein Hartplastik. Erinnert ihr euch an mein letztes Video zu dem Thema? Das ist eine gute, wichtige Aussage. Luftgefüllte Gummireifen. Das ist eine Milliarde Mal besser als irgendwelche Hartplastikreifen. Das hier ist eine wirklich belastbare Aussage, die finde ich toll. Garantieren, da will ich das garantieren. Durch die TPR Offroad-Eigenschaften. Ah, ich würde mir so wünschen, irgendwer würde mir TPR erklären. Offroad. Und warum ist Offroad groß? Offroad-Eigenschaften, ist das ein Substantiv? Naja, ein Vorankommen auch in unwegsamem Gelände sowie eine lange Lebensdauer. Ja, Gott, ne? Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Da kann nicht mal ich wirklich lästern drüber. Die Motorkraft des Rockcrawlers Charcoon 4-Wheel Drive wird durch die beiden an den jeweiligen Achsen anliegenden Motoren perfekt verteilt und sorgt für einen gleichmäßig kraftvollen Achsantrieb. Das stimmt. Also, da kann nicht mal ich drüber lästern. Das scheint mir soweit sinnvoll zu sein. Die optimale Bodenfreiheit und die stabile, massive Unterbodenkonstruktion. Ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, wie stabil das ist. Sieht soweit okay aus, aber würde die Werbung lügen? Bieten optimalen Schutz der Technik auf jedem Untergrund. Also jedenfalls scheinen die Antriebsmotoren und die dazugehörigen Getriebe, die scheinen jedenfalls tatsächlich gekapselt zu sein. Das ist schon mal gut. Der mitgelieferte bärenstarke 4,8 Volt. Das ist natürlich ein Knaller, ne? Bärenstarke 4,8 Volt. Wow! 700 Milliampere-Stunden. 700 Milliampere-Stunden. Okay. Ich glaube, der andere, den wir gleich noch machen, der hat 2,4000 Milliampere-Stunden. Egal. Na, wie gesagt, wir sind hier bei 37 Euro. Sorgt für ausreichend langen Spielspaß. Was ist denn ausreichend? Ich hätte jetzt eigentlich so extrem langen, überdimensionierten langen Spielspaß erwartet. Er schreibt schon ausreichend. 10 Minuten, 15 Minuten. Bei Topleistung. Ja, ausreichend, ihr wisst ja, Akkus werden immer schlapper, je mehr man sie leer fährt. Also der ausreichend lange Spielspaß bei Topleistung. Ja, ne? 10 Minuten Vollgas, sag ich mal, ist schon okay. Auch längere Trails sind daher kein Problem. Also bei längeren Trails würde ich sagen. Der Akku kann über einen Schnellverschluss innerhalb von einer Minute getauscht werden. Ja, wenn man mehrere davon hat, warum nicht? Ja, die Fernbedienungen sehen leider alle so aus, so irgendwie so futuristische Strahlenpistole, aber solange sie funktioniert, was soll's? Ein Off-Schalter, das ist wenigstens schon mal schön groß. Ja, ne, was genau der tut.
In dieser Preisklasse von 37 Euro gehe ich davon aus, dass wir keine Proportionalsteuerung haben, sondern klack rechts, klack links. Und dass wir keine Gasproportionalsteuerung haben, sondern Vollgas voraus, Vollgas zurück, Punkt. Bei der Preisklasse, ne? Ich habe auch im Video dazu keine näheren Angaben gefunden. Das Video ist hier. Das ist eins von vielen, die ich über dieses Gerät gefunden habe. Also man kriegt bestimmt auch nähere Informationen dazu, wenn man sich denn mal Mühe gibt. Ergonomische 2,4 GHz Pistolenfernbedienung, Reichweite bis 100 Meter bei optimaler Störsicherheit. Man fährt mit so einem Geländeflug keine 100 Meter weit weg. Völlig egal. Also selbst in die 50 Meter würde völlig ausreichen. Durch die moderne 2,4 Gigahertz, wollte ich gerade sagen. Funktechnologie können wir von kleineren. Das ist heutzutage eigentlich normal. Hier gibt es einen Punkt hinter. Das ist aber heutzutage normal. Die Dinger sind digital kodiert. Das heißt, der Empfänger sucht sich das für ihn zuständige Signal selber raus. Das ist ein Riesenvorteil. Als ich angefangen habe mit irgendwelchen Fernbedienungsschnickschnack, da musste man noch vorher abklären, ob auch alle unterschiedliche Sendequarze benutzen, weil man sonst den anderen in den Funk hineinfunkt. Das Modell wurde erstklassig verarbeitet in China und verfügt über 1A-Qualität. Ja, wenn die Werbung das sagt, würden die lügen? Niemals. Dieses Fahrzeug wird komplett fertig geliefert. Das ist schön. Akku laden und los geht's. Vielleicht noch ein paar Batterien in den Sender einlegen, ne? Aber das ist das Schöne an RTR. Wirklich out of the box. Spaß haben. Modellbau zum Hammerpreis. Der Mega-Spaß. Das nennt man, wie war das noch, Plänken? Nee, Plänken ist, wenn man hier ein Leerzeichen dazwischen macht. Aber wenn ich so viele Ausrufezeichen am Stück sehe, da schalte ich normalerweise einen weiter. Hier sei es dahingestellt. Das ist wahrscheinlich die Direktübersetzung aus der chinesischen Bedienungsanleitung. 37 Euro. Alles gut. Alles gut. Technische Daten und Lieferumfang. 2,4. Stimmt alles. Kraftvolle Brushed Modellbaumotoren. Okay, Mountain Brake. Ja, also mir wäre es peinlich, das jetzt extra aufzuführen als ein Gimmick, aber ne? Einzelradaufhängung. Das glaube ich jetzt aber nicht? Soweit ich das jetzt hier sehen kann, und ich mag mich täuschen, sind die mit einer Starrachse miteinander verbunden. Man könnte es auch als Pendelachse bezeichnen. Aber Einzelradaufhängung, da wäre ich jetzt nicht mit dabei. Da fehlen mir dann die Querlenker. Ich würde sagen, es ist entweder Pendelachse oder Starrachse. Na schön, da muss ich die juristische Abteilung des Lieferanten dann mit auseinandersetzen. Na, sei mal dahingestellt, ne? Beide Achsen einzeln mit Stoßdämpfern gefedert. Ja, das stimmt ja auch. Riesige High-Strength-Stoßdämpfer. Darüber lache ich morgen noch. 2,4, stimmt. Karosserie aus Lexan. Das ist so ein ganz weiches Flatterzeug. Aber egal, bei so einem hässlichen Vogel ist es völlig wurscht, aus was die Karosserie gemacht ist. Es ist ja nur so ein Alibi-Dingens. Man kann auch ohne Karosserie fahren. Stromversorgung, jawohl, das ist klar. USB-Ladegerät, das ist normalerweise ein USB-Stecker mit einem Stück Kabel dran. Das Ladegerät ist also entsprechend im Stecker meistens schon direkt integriert. Da darf man sich jetzt nicht irgendwie so einen riesen Klotz erwarten. Schnellverschlusssysteme für minimale Standzeiten bei Akkuwechsel. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich gehe jetzt mal aus davon, dass das insgesamt irgendwie so Klett-Dingens oder sowas ist. Ne? Streifenklett. Mag sein oder auch nicht. Wie gesagt, in dieser Preisklasse lasse ich alles durchgehen. Länge 28 cm, also meine Handspanne, ne, wenn ich meine Hand auf den Tisch klatsche, vom spitze kleiner Finger bis spitze Daumen sind 25 cm. Das Ding ist also um einiges kleiner. Deswegen habe ich auch hier dieses Video so hingestellt. Da kann man die tatsächliche Größe sehen. Ich meine 1:14. Wenn man normalerweise einen Geländewagen in 1:14 kriegt, dann ist das ein Riesenbrummer. Das hier nicht. Also ein 1:14 Geländewagen, also ein 1:10 Geländewagen ist knapp 60 cm lang. Dieser ist halb so lang bei 1:14. Okay. Aber auch hier sage ich wieder, es ist eine Geldfrage. Passt da oben eine Halterung für eine GoPro drauf? Das wäre eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Oder kann man vielleicht den Reservereifen hier rausschmeißen und so eine GoPro-Halterung reinmontieren? Das, okay, alles in Ordnung. Ich lasse auch dieses Video bis nicht ablaufen, sondern das ist einfach nur, um die Größenverhältnisse zu zeigen. Die Varianten, die Farben sind unterschiedlich, die Farben der Fernbedienung sind unterschiedlich. Es sind anscheinend
Batterien für den Sender mit dabei. Na, das ist also schon mal super. Hier kann man auch sehen, wenn man sich die Mühe macht. Ich habe jetzt nur nach RC Sharkoon 4-Wheel Drive gesucht und man kriegt da eine ellenlange Liste von Videos drüber. Das Ding ist also gut dokumentiert. Wer Spaß dran hat, einfach mal nachgucken. Bla bla bla, Schnellverschluss, Länge, Fernsteuerung, rechts, links, vorwärts, rückwärts. Ja, rechts, links, vorwärts, rückwärts. Ich gehe davon aus, dass der nur voll rechts und voll links kann, also dass die Lenkung praktisch von geradeaus nur nach rechts und links schnappt und nicht proportional ist. Wie gesagt, in der Preisklasse völlig okay. Und er kann Vollgas vorwärts, Vollgas rückwärts, davon gehe ich aus. In dieser Preisklasse, wie gesagt, auch voll. Schöne Originalverpackung. Ich weiß jetzt nicht, was ihn geritten hat, das jetzt als besonderen Punkt da reinzubauen. Aber na gut, klimaneutraler Paketversand, also der schwebt wahrscheinlich quasi von selbst rüber. Aber egal, das ist ja heutzutage alles Werbegeschichten, ne? Bla bla bla, Batterie, das ist alles vorgeschrieben hier, der ganze Kram. Mitglied im Händlerbund ist nie schlecht. So, was haben wir hier? Rechtliche Information des Verkäufers. Das ist eine Trade UG. Was ist denn eine UG? Ich kenne eine GmbH und ich kenne eine Personengesellschaft. Das ist nämlich gar keine Gesellschaft, sondern der Porsche selber. Aber immerhin ist es eine UG. Es ist ein Geschäftsführer, Daimlerstraße, Rottenburg, also Deutschland. Das ist sowieso schön, wenn es auf Deutschland kommt. Nicht nur, weil ich deutsche Händler nun mal vorziehe. Das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie rassistisch bedingt oder sowas, sondern ich habe einfach die besten Erfahrungen mit Urdeutschen. Die haben auch ein deutsches Ehrgefühl, deutsche Vorstellungen, deutsche Garantiebestimmungen, deutsche Gesetzgebung. Das macht die Sache im Falle eines Falles einfacher, ne? Also seid mir nicht böse, liebe Chinesenhändler. So ist es mir nun mal am liebsten. So. Und wie gesagt, sieht alles ein bisschen kleiner aus, als man sich das nach dieser gigantischen Werbung da vorgestellt hat. Aber sei es drum, bei dem Preis völlig in Ordnung. Also von mir was Positives. So, jetzt müssen wir natürlich ein Alternativmodell nachgucken. Apropos nachgucken, ich gucke auch mal nach, ob mein gebrüllendes Geschrei auch tatsächlich aufgezeichnet wird. Ich meine, so Mikrofonkabel, die ändern ja auch im Laufe der Zeit gerne mal so ihre Ausrichtung. Jetzt gucken wir mal eine andere Preisklasse. 600 Euro. Jawohl. Ich habe euch ja meinen Geländewagen gezeigt, den ich für 50 Euro gekauft habe. Und der hier sieht praktisch vollkommen identisch aus. Also von außen sind keine unterschiedlichen Feststellungen, außer dass er halt 600 Euro kostet. Aber jetzt wird's interessant. Jetzt klicken wir uns hier mal rein. So. Reibe ich jetzt schon die Hände, ne? Ich habe mir das hier natürlich in Ruhe vorher alles durchgelesen. Ich bin natürlich immer noch kein Fan von 600 Euro Modellen, von Spielzeugautos. Aber wenn man sich das hier näher anguckt und dann hinterher die Beschreibung durchliest, dann muss man schon sagen, wer irgendwie mit Technik was am Hut hat, ne, der kriegt schon Sabber im Gesicht. Das jetzt erstmal sieht halt genauso aus wie meiner, da sehe ich noch keinen Unterschied. Dasselbe ist hier, das ist übrigens der Hijack, heißt der. Hijacken heißt übrigens auf Englisch Entführung. Und das ist aber ein sehr gängiger amerikanischer Geländewagen-Wagenheber, ne? Mit dem hakt man unters Auto und dann hat man diese wahnsinnsvolle Länge, um auch die höchsten aller Karren tatsächlich noch richtig hochzuheben mit einem langen Hebel. Naja, und quietschroter Reservereifen. Egal. Gucken wir weiter. So. Das ist also, hier kriege ich Sabber im Gesicht. Ich sehe hier erstmal einen Motor. Das wird nichts Besonderes sein. Brushless-Motoren, die gibt es so vor der Stange für ein paar Euro. Was ist das denn? Möchten Sie die Farbschema verändern? Allein mir diese Frage zu stellen, ist eine derartige Frechheit von Windows. So, diese nicht mehr anzeigen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon angeklickt habe, dass er mir das nicht mehr anzeigen soll. Egal. Ne, also ein Seitenhieb auf Windows 7 oder überhaupt generell auf Windows ist immer gerechtfertigt. Ich sehe jetzt erstmal Zahnräder. Das halte ich mal für Stahl. Ich hoffe jedenfalls, dass das Stahl ist. Das halte ich für Plastik. Jetzt sehen wir hier irgendwas Komisches. Ne? Es besteht die Möglichkeit, dass das hier gedämpft ist. Ich weiß von einem meiner alten RC-Buggies mit Verbrennungsmotor, dass tatsächlich in dem Zahnrad eine Feder war, dass Stöße übers Fahrwerk nicht direkt an den Motor und das Getriebe weitergegeben werden.
Dafür wäre das hier allerdings an der falschen Stelle, weil hier ist das Getriebe, es müsste an diesem Ende sein. Egal! Wir haben hier also ein sehr schönes Getriebe. Das bedeutet schon mal, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ich zwei verschiedene schnelle Fahrstufen einstellen kann. Das nächste, was ich sehe, ist hier schöne Querbalken. Das heißt also, die Kunststoffzahnräder und die Stahlachsen sind schön stabil miteinander verbunden. Ich sehe hier kugelgelagerte Achsen. Da auch überall mehrfach kugelgelagert. Ich sehe hier Stahlübersetzung. Das ist leckerli. Das Ganze in einem schönen, stabilen Kunststoffgehäuse zusammengeschraubt. Das gefällt mir gut. Das ist jetzt halt irgendein Modellauto von unten. Ich weiß jetzt, dass hier ein luftgekühlter Fahrtregler ist, dass hier ein Servo ist, dass da noch zwei Servos sind. Okay, sei mal dahingestellt. Jetzt haben wir mal hier für mich immer erstmal die Länge. 58,6 cm. Das Ding ist fast 60 cm lang. Holla die Waldfee. Mein Defender-Modell ist ungefähr 35 cm, 32 und 35 cm. Der ist fast doppelt so groß. Größe, wie ich in dem anderen Video ausgeführt hatte, Größe ist gut fürs Gelände. Je größer die Reifen, desto weiter kommt die Karre in der Regel auch. Noch ein schönes Bild von noch einem schönen Geländewagen. Und hier kriegt man, also hier tropft der Sabber denn schon. Was sehen wir hier? Wir sehen hier fernsteuerbare Sperrdifferenziale. Oh, wie geil ist das denn? Das könnten auch hier alles Metallkegelräder sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich sehe hier einfach nur, wie die Differentialsperre einrastet. Oh, ich sag ja, da tropft der Geifer bis auf die Knie. So, das ist jetzt halt irgendein Rahmen, das erinnert an ein klassisches Geländemodell, also Geländefahrzeug eigentlich eher. Ist der aus Stahl oder Kunststoff? Sind diese Schrauben Schrauben oder sind sie angegossen? Ich weiß es nicht, aber wenn das Ding aus Stahl ist, dann wäre das schon richtig geil. Ja, das sind jetzt halt irgendwelche Maße, ne? Die sagen den Profis irgendwas. Wir haben hier, das ist der Böschungswinkel und das ist der... Gott, ich hab's vergessen. Also es gibt jedenfalls einen Winkel, der sagt an, wie steil kann ich die Wände hochfahren und wann setzt die Karre in der Mitte auf? Böschungswinkel. Ach, vielleicht, es fällt mir vielleicht wieder ein, wie es heißt. Egal, ich bin jetzt gerade im Sabbelbetrieb, da muss ich nicht lange nachdenken. Hier haben wir denn wahrscheinlich, das ist die Hinterachse, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir den Differentialkorb mit dem Sperrdifferential und Portalachsen. Oh, ist das geil, es sind Portalachsen verbaut. Warum ist das so toll? Ganz einfach, die Geländefreiheit, wenn man die Karosserie höher setzt, hilft mir das bei einem Geländewagen gar nichts. Weil die Achse spielt die Rolle. Die Achse sagt, wo ich aufsetze, um ganz genau zu sein, der Korb fürs Differentialgetriebe, der zeigt mir an, wo setzt der das gute Stück auf dem nächsten großen Stein. Einem Stein kann man natürlich so ein bisschen ausweichen, als Geländewagenfahrer weiß man, auf welcher Seite ist das Differential, und dann fährt man eben ein bisschen seitlich davon. Aber wenn auch da Schluss ist, dann kommt die Portalachse ins Spiel. Und die Portalachse heißt, nicht hier ist das Rad dran gebaut, sondern ein Stück tiefer. Mein Unimog. Ich hatte ja mal einen Unimog tatsächlich, einen 404 von der Bundeswehr. Auch der hatte Portalachsen. Und das ist das hier. Man holt also noch ein paar Zentimeter mehr raus, eventuell die entscheidenden Zentimeter. Das Ganze aus Stahl. Ich sehe auch hier wieder Kugellager. Ah, mir tropft der Sabber wirklich aus dem Gebiss. Es ist unfassbar. Ja, das ist jetzt etwas irreführend hier, ne? Without Portal Access. Also hier ist jetzt mit Portalachse sind die Streben und ohne Portalachse müssten sie so weit runterragen. Das ist völlig zutreffend. Aber es gibt jetzt nicht wieder, wie groß der Unterschied ist wirklich mit Portalachse. Das ist schon toll. Hier sehen wir ein Federbein. Ihr erinnert euch, ne, dass wir das vom vorigen Auto, das billige, da wurde von Stoßdämpfern gesprochen, die wahrscheinlich den Stoß kein bisschen dämpfen. Dieser hier hat, weil ich es vorher gelesen habe, weiß ich's, ölgefüllte Stoßdämpfer. Jawohl, also richtig Stoßdämpfer, die den Stoß auch tatsächlich dämpfen. Für die, die mit sowas nicht so bewandert sind, die Sprungfeder dämpft überhaupt nichts. Im Gegenteil, die Sprungfeder verwandelt das Ding in ein Känguru. Damit das Ding aber nicht wie ein Gummiball durch die Gegend hüpft, muss der Stoß gedämpft werden. Das heißt, hier sind kleine Ventile drin. Wenn jetzt ein Stoß kommt, also das Ding zusammengedrückt wird, ganz brutal doll,
dann fließt das Öl durch die Ventile einfach durch, ohne großen Widerstand zu leisten. Aber wenn er dann wieder ausfedert, dann gehen die Ventile zu und es kann nur langsam wieder ausfedern. Ich meine, es ist immer noch schneller, als das Auge das kann. Aber aus einem Boing, 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 Boing wird dann immer ein Wupp. Na, also wie ihr es am echten Auto ja auch habt. Dieses Ding heißt Federbein, das findet ihr meistens vorne an irgendwelchen Autos, und zumindest an normalen Autos. Und hinten habt ihr dann meistens diesen Stoßdämpfer einzeln und die Sprungfeder auch einzeln. So war das zumindest bei meinem BMW. Selten guckt man unter das eigene Auge und das eigene Auto, um rauszufinden, ob man dann hinten Federbeine hat oder nicht. Egal. Das ist jedenfalls also auch schon mal großes Kino hier. Das ist richtig toll im Modellbau. So, die Fotos sind wir durch. Dann können wir uns mal die Beschreibung ansehen. Und diese Beschreibung habe ich mit Genuss gelesen. Ihr wisst ja, meistens steht da nur Scheiße drin. Großartiges Gelaber. Also hier sehen wir die volle Typenbezeichnung. Es gibt in verschiedenen Farben, das weiß ich ja mittlerweile auch. Unverbindliche Preisempfehlung 610, verkauft für 600. Das ist natürlich ein Knaller. Der ist so richtig runtergesetzt um 10 Euro. Das sind ja mindestens 2% oder so. Na egal, ne? Da gibt's nochmal Videos, da gibt's Videos. Ich habe natürlich auch ein Video rausgesucht. Da gibt's ganz viele Videos zu, weil das ist ein teures Stück. Also wer sowas kauft, der betreibt die Sache auch ernsthaft. Aber wir gucken uns jetzt mal die Beschreibung hier durch. Also Maßstab 1 zu 10. Ihr erinnert euch, großer Maßstab, also wenn es richtig in die Größe geht, ist toll. 1 zu 10 ist also viel besser als 1 zu 14 oder 1 zu 18 oder sonst was. 1 zu 10 ist schon mal riesig. Wir wissen ja, weil wir nachgeguckt haben, 60 cm ist das Ding lang. Lizenzierter Land Rover Defender Karosserie in Schwarz. Das ist mir doch egal, ob ihr dafür eine Lizenz gekauft habt. Scheißegal. TSM, Traxxas Stability Management. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Da können Sie mir sonst was hinschreiben. Ich peile es nicht. TQI Vierkanal Fernsteuerung. Ja, gilt dasselbe wie, keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, in einem dieser Videos wird das ausführlich erläutert. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht vor, mir den zu kaufen. Das ist einfach, wie soll ich sagen, für meine Intention, was ich so mit diesen Dingern anstelle, ist das einfach Lichtjahre von dem entfernt, was die Sache rechtfertigen würde. T-Lock fernsteuerbare Sperrdifferenzial. Ja, klasse. Großes Kino. Also ein Fernsteuer. Nicht, dass man das brauchen würde, ne? Weil, wenn ich ein permanent gesperrtes Getriebe habe, im Gelände sowieso eigentlich immer das Beste. Aber wenn man das auch noch tatsächlich das ist so typisch Männerspielzeug. Wenn ein Männerspielzeug sowas kann, dann ist das toll. Kurz- oder lang übersetzbares Getriebe, das ist auch toll. Das ist wie bei echten Geländewagen. Echter Geländewagen, der hat auch immer eine Untersetzung, eine Geländeuntersetzung. Und der hier quasi auch. Wenn es also ans Crawlen geht, dann kann man die Untersetzung reinstellen und schön langsam da hoch und runter kraxeln. Das ist klasse. Titan 550 Motor. Ja, für mich könnte eigentlich auch Sputnik 550 oder für mich auch 320 stehen. Keine Ahnung, was das heißt. Karosserie mit eingebautem Käfig. Ja, mit der werde ich jetzt stutzig. Wo ist denn hier in dem Karosserie ein Käfig eingebaut? Ich sehe hier nur so ein Plastikdings oben rüber. Ein Dachgepäckträger, aber nun gut. Stahlrahmen. Das erklärt meine Frage von vorhin. Ja, der Rahmen ist aus Stahl. Bei der Größenordnung würde ich sagen, ist das auch gut zu haben. Robuste Felgen. Was heißt denn robuste Felgen? Heißt das ABS-Plastik oder heißt das Aluminium? Oder ja, also da würde ich mir jetzt eine andere Aussage wünschen. In der Preisklasse wüsste ich gern genau, womit ich es zu tun habe. Canyon AT ist All-Terrain-Reifen mit weichen Einlagen für sagenhaften Griff im groben Gelände. Ja, was ist denn ein sagenhafter Griff? Also ich muss jetzt rein interpretieren, dass wir hier Reifen haben, die zu weich für das Gewicht des Fahrzeugs sind und deswegen zusätzlich weiche Einlagen kriegen. Das ist jetzt aber nicht schlecht, sondern ich würde eher sagen, dass das gut ist. Je weicher der Reifen ist, umso besser kann er packen. Und wenn sie das so weich machen, dass sie noch Einlagen da reinpacken müssen, dann würde ich sagen, ist das gut, finde ich toll. Ist also eher als, oder ich betrachte es als Vorteil. Traxxas hat auf gewohnt und
was ist nochmal, auf gewohnt unvergleichliche Weise einen vielseitigen brandneuen Crawler entwickelt. Der TRX-4 im lizenzierten Karosseriedesign des Land Rover Defender setzt neue Maßstäbe. Das würde ich aber jetzt nicht mit einem Punkt hier als, wie soll ich sagen, als Punkt beschreiben, sondern das würde ich hier irgendwo in den Werbeblabla mit reinhängen. So, jetzt gucken wir mal. Unzählige innovative Features, wie schon seit 1920, Stahlrahmen, Chassis-Stabilität durch die Starrhärte des Fahrzeugs. Es ist natürlich Quatsch, das Fahrverhalten wird normalerweise durch ein möglichst weiches Verhalten, wie soll ich das sagen? Der Unimog ist ja nicht umsonst verdrehbar quasi, verbessert, aber egal. Also beim Modell ist Starrheit jetzt eigentlich eher gut. In Kombination mit der ausgeklügelten Radaufhängung bezwingen sie spieltechnische Spur von des Terrain. Das ist gut. Die Form des robusten Unterformen verhindert eine verschmutzte Geröll. Das ist sehr gut. Ihr müsst euch vorstellen, alles bisschen Sand, was da reinkommt, malt in den Getrieben. Kabelführung im Inneren des Fahrzeugs sorgen für ordentlich. Ja, könnt ihr selber lesen. Ist auch schön. Ne? Wenn Kabel raushängen, die werden auch gerne abrasiert. Ölgefüllte GTS-Aluminium. Was ist GTS-Aluminium? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir das beschreiben? Aluminiumstoßdämpfer entwickelt, sorgen für sanftes Fahren. Das stimmt. Ölgefüllte Aluminiumstoßdämpfer. Wow, klasse, geil. Durch 5 mm dicke Spurstangen. Stahlspurstangen. Was ist eine Spurstange? Die Spurstangen sorgen dafür, dass einerseits die... das ist ja eigentlich keine Einzelradaufhängung, das ist ja eigentlich eine Pendelachse oder eben eine Starrachse, die federn aufgehängt ist. Aber die Spurspangen sorgen dafür, dass das Ganze weiterhin geradeaus zeigt. Das ist wichtig, vor allem wenn man im Gelände rutscht, man auch gerne mal drüber hinweg. Und eine Spurstange ist außerdem vorne in der Lenkung, die dafür sorgt, dass beide Räder so ungefähr in dieselbe Richtung zeigen. Warum ist das wichtig? Man kann natürlich mit Vollkaracho mit einem Rad gegen einen Stein klatschen. Oder auch mit der Spurstange vorne gegen einen Stein klatschen. Und dann machen die, dann fangen die Reifen vorne an zu schielen. Das ist gut, wenn sie aus Stahl ist. Kunststoff bricht ja noch gerne. Mit verstärkten Kunststoffpfannen mit integrierten Stahlhohlkugeln. Da muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Das heißt wahrscheinlich auf Hochdeutsch, dass das Fahrwerk aus Plastik ist, aber man innen, da wo die Kugelköpfe drin sitzen, dass man da Stahl reingepackt hat, um das Ganze robuster zu machen. Ja, das ist gut. Werden Sie im Gelände nie an einer gebrochenen Aufhängung scheitern? Ich würde das einfach jetzt mal als Versprechen seitens des Zulieferers betrachten. Das heißt, wenn es doch bricht, betrachte ich das als eine Dauergarantie. Die Dual-Fit-Akkuhalterung. Dual-Fit heißt nicht, dass man noch fitter ist als andere, sondern es passen zwei verschiedene Größen, vermute ich mal. Oder auf zwei verschiedene Arten passt es da rein. Garantiert ein einfaches Wechseln der Akkus ohne Splinte, die im Gelände vielleicht verloren gehen könnten. Also wahrscheinlich Gummiband. Der aufklappbare Befestigungshebel ist durch Wenden auf zwei verschiedene Höhen einstellbar. Das ist wahrscheinlich Dual-Fit. Eine im Akkuschacht integrierte Mulde ermöglicht das Fixieren von kleineren Akkus. Aha, dann hoffen wir, dass hier der größere serienmäßig beiliegt. Ach nein, hier liegt ja gar kein Akku bei. Ich hatte es vergessen, das zu erwähnen. Der TX-4 erreicht durch seine innovativen Portalachsen mehr Bodenfreiheit als Fahrzeug. Stimmt, das ist absolut zutreffend. Die Räder sind durch eine Getriebeuntersetzung am äußersten Punkt tiefer positioniert. Ja, stimmt. Das ist keine schwammige Aussage, das ist absolut zutreffend und eine, das ist geil, auf Deutsch gesagt. Das ist geile Technik, genau wie Sperrdifferenziale und ölgefüllte Stoßdämpfer. Das Geländegenie verfügt über eine fernsteuerbare Sperrdifferenziale. Die Frage ist jetzt, sind nur Front- und Hinterachs Differential gesperrt oder ist auch das Zentraldifferential gesperrt? Das würde ich tatsächlich vorher erfragen, weil es ein Unterschied ist. Wenn man vorn und hinten Sperrdifferenziale hat, heißt das, es müssen schon zwei Räder durchdrehen, damit der Vortrieb zusammenbricht. Hat man noch ein Sperrzentraldifferential, müssen alle vier Räder durchdrehen. Also ist es ein wichtiger Unterschied. Nachfragen. Sie können die Vorder- und Hinterachse, Sie können die Vorder- und Hinterachse per Hebel auf der Fernsteuerung sperren. Das heißt, dass das Zentraldifferential nicht
ferngesteuert sperrbar ist. Es kann natürlich sein, dass es überhaupt kein Zentraldifferenzial gibt. Dann wäre in jedem Falle das Ganze voll gesperrt. Auch hier, Fragen hilft. Ebenso lässt sich die Getriebeübersetzung fernsteuern. Das hatten wir schon. Ja, das ist geil. Ah ja, das TSM Traxa Stability Management. Diese innovative Lenkhilfe erleichtert die Kontrolle über das Fahrzeug auf rutschigen und unebenen Strecken und korrigiert die Linie. Hä? Über den Multifunktionsknopf der TQI-Fernsteuerung lässt sich stufenlos regeln, wie stark das TSM ins Fahrverhalten eingreift, wobei nicht die Gasstellung, sondern lediglich die Lenkbewegung beeinflusst wird. Hä? Was hat denn die Gaseinstellung mit der Lenkbewegung zu tun? Ich weiß es nicht. Apropos, habt ihr hier irgendwo ein Bild der Fernsteuerung gesehen? Ich nämlich nicht, oder täusche ich mich? Nein. Hier wird die Fernbedienung an keiner Stelle erwähnt. Also irgendwo wird man hier sicherlich in dem Video ein Bild davon finden. Nicht hingegen hier in der überaus ausführlichen Beschreibung. Stability Management. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was das heißen soll. Ich freue mich über eine Erklärung oder einen Link auf ein YouTube-Video, wo das dann genau erklärt wird. TQI 4-Kanal-Fernsteuerung mit der fortschrittlichen Ready-to-Race statt Ready-to-Run. Ne? Fernsteuerung sind keine Kanäle einstellen. Ergonomisches Design, geschützte Antenne, sehr ansprechend, leicht, nicht gut in der Hand. Na klar, würde ich auch sagen, wenn ich sowas verkaufen will. 4 Kanäle, was sind 4 Kanäle? Ich kann mich erinnern, bei Graupner war rechts ein Kanal und links ein 2. Kanal. Bei allen anderen war rechts, links ein Kanal. Also Graupner hat da, wie soll ich sagen, den Begriff Kanal sehr großzügig ausgelegt. Dann rate ich mal, rechts und links ist der 1. Kanal, vorwärts, rückwärts der 2. Kanal, der 3. Kanal ist Untersetzung und der 4. Kanal wird Sperrdifferenzial sein. Passt. Die automatische Modellauswahl erkennt bis zu 30 Modelle, ohne dass man die erspeichern muss. Sobald Sie den Sender eingeschaltet haben, werden das Modell und die zugehörigen Einstellungen geladen. Tja, also wenn jetzt 10 da rumstellen und alle fangen gleichzeitig an zu fahren, ich hoffe, dass der richtige Sender auch das richtige Modell findet. Lenkung und Gasendpunkt können präzise eingestellt werden. Das ist schon mal schön. Über den Multifunktionsknopf kann das TSM reguliert Sensibilität der Lenkung, Gassensibilität, Lenkung in Prozent, Bremskraft in Prozent oder Gas getrimmt werden. Das ist natürlich schön, wenn man so auf persönlichen Geschmack das Ganze einjustieren kann. Ich weiß nicht, wie nützlich das Ganze im realen Leben ist. Das ist wie im echten Auto. Da stellt man sich einmal richtig ein, dann fasst man die Knöpfe nie wieder an. Traxxas Link Wireless Modul kompatibel. Das separat erhältliche Wireless-Modul. Ja, das ist sehr schade, dass das separat erhältlich ist. Weil, wenn ich das hier richtig deute, verwandelt das Ding... also man kann da die ganze Einstellerei mit dem Handy machen. Das ist natürlich klasse. Mit einer App und schön bunt. Und dann kann man vor Ort mal eben schnell. Tracklink Wireless-Modul. Also wenn das ein 10er kostet, ist das natürlich ein absolutes Muss. Wenn es ein Hunni kostet, kann man echt drauf verzichten, denke ich mal. Wasserfeste Elektronik und Titanmotor. Der Titan 540, der größte Motor für Crawler Monster Trucks. Das ist der größte Motor, den man Dienstagnachmittags kaufen kann. In Teplitz-Schönau. Ja, na gut, okay. Durch den eingebauten Kühler sorgt auch ein Chromgrill für Fach. Bei 600 € erwarte ich das auch. Der wasserfeste Blabla-Regler, 5 Brachprofile, Easy Set. Mit nur einem Knopf leicht zu bedienen. Aha. Schrägen dann nur 2 neue Farbprofile speziell für Crawler, also Farbprofile. Ich denke mal, das ist das, was hier oben gemacht wird, dass man das also einstellen kann. Irgendwo hier. Ja, genau, dass man das einstellen kann, wie man es persönlich für sich haben will. Die versiegelte Elektronikpanne, Wasser, Matsch und Schnee verumgrenzt. Das kann sogar stimmen. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen, wo jemand mit dem Ding unter Wasser rumgefahren ist. Also wenn er das tatsächlich ab kann, wow. Der exklusiv patentierte Trainingsmodus beschränkt die Leistung auf 50%. Das ist die Frage, für wen der exklusiv patentiert ist, weil für dieses Modellauto wahrscheinlich nicht.
und ist daher ideal für junge Fahrer oder Anfänger. Und außerdem steht hier jetzt jede Menge Krimskrams, dass es kein Spielzeug ist. Ein 600-Euro-Spielzeug für Personen unter 14 Jahren ist sowieso, da muss man sich echt mal einen Kopf machen, was in der Erziehung falsch läuft. So, er verkauft noch andere Fahrzeuge, nämlich die Dinger, die man für 30 Euro kriegt, die verkauft er hier für 1200. Ach, guck mal hier, ne? 159, 1100. Da gehe ich mal davon aus, dass das hier qualitativ einfach eine ganz andere Ebene ist. Werkzeug, Zubehörteile, bliblablub. Aber so oder so, das ist natürlich, ne, ich würde jetzt gerne natürlich immer einen Größenvergleich zu menschlichen Händen haben, aber dieses Video, was ich mir rausgesucht habe, sieht zwar sehr, sehr geil aus, aber ich habe da keine menschliche Hand in der Nähe, mit der ich mir jetzt vorstellen könnte, wie groß das Ganze wirklich ist. Ja, na gut, na gut. Also im Großen und Ganzen ging es ja in diesem Video eigentlich nur ums Lästern. Wenn ihr also nach dem Traxxas TRX4 sucht, werdet ihr sehr viel mehr Videos finden und da wird es auch sehr viel besser beschrieben. Mir macht es schon Spaß, mir allein diese Videos anzugucken und dann die technischen Details mir nochmal vor Augen halten zu lassen. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende meiner Laberei angekommen. Ich traue mich gar nicht nachzugucken, wie lang dieses Video wieder geworden ist. Es ist lang geworden, 40 Minuten! Wenn ihr das jetzt hört, habt ihr 40 Minuten lang euch den alten Mann, der hier über eBay-Auktionen labert, angeguckt. Selber schuld. Egal, also ich jedenfalls, ich werde mir jetzt mich irgendwo in eine stille Ecke setzen und vor mich hin weinen, weil ich mich nicht traue, 600 Euro für dieses Modell auszugeben. Ich finde es nämlich extrem geil. Aber ganz ehrlich, 600 Euro für ein Spielzeugauto, das Geld habe ich nicht über, das Geld möchte ich nicht über haben, weil ich kenne mich ganz genau, da fährt man so eine Woche oder zwei Wochen in der Gegend rum und dann steht es 10 Jahre in der Ecke. Das ist so das Schicksal der Gerätschaften, die mir in die Hände fallen. Stichwort Motorräder. Naja, ne? Vielen Dank dafür, dass ihr hier so lange durchgehalten habt. Unbedingt müsst ihr dieses Video liken, abonnieren den ganzen Kanal und überhaupt Schwerwerbung im Supermarkt platzieren. Und ich danke euch jedenfalls, dass ihr euch das angetan habt. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht warne ich euch nächstes Mal vor, dass das lang wird. Bis dann.